Hello, I'm back. Yo, was geht und willkommen zu einem neuen Ich teste vegane Neuheiten Video. Erstmal sorry, dass ich die letzten zwei Wochen nicht da war, aber ich hatte mega viel zu tun gehabt und dieses Video war eigentlich schon mega lange geplant, aber wie gesagt, ich hatte sehr viel zu tun. Erstmal die Sache mit dem Portemonnaie, es gibt einige Updates dazu, aber das werde ich dann in einem anderen Video vertiefen. Und ja, wie gesagt, heute geht es eher darum, dass wir vegane Neuheiten testen. Und zwar werden wir heute drei Sachen testen. Ich war letztens bei Lidl einkaufen und habe da was mega cooles entdeckt. Ich habe danach ewig gesucht und zwar sind es zwei vegane neue Pizzen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Küche und da werden wir die Pizza erstmal zubereiten. Beziehungsweise ich werde die euch erstmal zeigen. Also, let's go. So, wir sind jetzt hier in meiner Küche. Nicht wundern, mein Kühlschrank macht gerade Geräusche. Ich brauche unbedingt einen neuen Kühlschrank. Und ich habe hier, wie gesagt, zwei Pizzen. Ich muss auch ehrlich sagen, eine habe ich auch schon aufgegessen. Das hier ist die Salami-Pizza. Die ist vegan und die ist von einer Eigenmarke, soweit ich weiß. Die heißt jetzt mittlerweile Vemondo. Finde ich sehr interesting. Und dann gibt es noch einmal die Margarita, die habe ich ehrlich gesagt schon aufgegessen. Und wie ich sie fand, das werde ich euch dann später erzählen, nachdem ich die vegane Salami-Pizza gegessen habe. Ich würde sagen, wir bereiten die jetzt einfach mal zu. Ich bin super gespannt. Ups. Okay. Ich werde erstmal den Ofen vorheizen. Ich mache das jetzt wirklich mal nach Packungsbeilage. Packungsanleitung, nicht Beilage. Packungsanleitung. Übrigens wundert euch heute nicht, wenn ich ab und zu mal hier rüber schiele. Ich habe Besuch und mein Tag wird so ein bisschen mitgefilmt. Können wir uns mal kurz angucken, woraus die Pizza dann eigentlich besteht. Also es ist ganz normaler Weizenmehlboden, so wie man es halt kennt. Tomatenpüree, veganes Erzeugnis, Typ Salami, auf Basis von Sonnenblumenkernmehl. Wow! So, während die Pizza gerade im Ofen ist, habe ich mir gedacht, wir testen mal was anderes. Und zwar gibt es von Simply V diesen neuen Käse hier. Der ist auf Walnusserzeugnissen. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Käse aus Walnuss erzeugt wird. Also bis jetzt war ja Simply V eher dafür bekannt, dass sie aus Mandeln bestehen. Aber Walnüsse? Interesting. Hier steht auch herzhaft nussig. Und ich würde erstmal sagen, ich probiere das einfach mal pur und danach auf ein Stück Brot. Okay, erstmal Geruchstest. Oh mein Gott, das riecht ein bisschen nach, wie soll ich das sagen, nach Maggi. Kennt ihr Maggi? Oh mein Gott, das habe ich sogar hier im Schrank, warte mal. Ich weiß, Sünde, aber ich habe so eine Maggi-Flasche im Schrank und das riecht einfach genauso. Wer von euch kennt noch Maggi? Oh mein Gott, das muss ich jetzt gleich mal testen. Also wartet mal. So, ich nehme mal so ein Stück raus. Und mir ist es schon eingerissen, wow. So, damit ihr einigermaßen seht, wie die Konsistenz ist. Also so wie man es halt von Simply V kennt, ne? Also eigentlich ganz nice. Ich probiere jetzt mal so ein Stückchen hier und mach mal den Schrank zu, weil das stört mich. Das schmeckt voll würzig. Jetzt mal ohne Witz, das schmeckt halt wie Maggi. Ich probiere das jetzt mal, warte. So. Oh, oh Gott, ich habe vergessen, wie stark Maggi ist. Aber nee, das kommt voll nah dran. So, ich habe jetzt hier was vorbereitet. Und zwar ein Brötchen habe ich aufgeschnitten und einfach mal hier so, ja, eine Scheibe Käse, beziehungsweise zwei Scheiben Käse. Genau, und ein paar Gurken. So wie man es halt eventuell wahrscheinlich essen würde. Und ich würde sagen, probier das jetzt mal. Okay. Ich probiere nochmal so eine Scheibe so. Es erinnert mich so an Maggi. Also ich muss sagen, wenn man das pur isst, dann ist es sehr würzig. Finde ich sehr interesting. Aber auf Brot fällt dieser würzige Geschmack gar nicht mehr so stark auf. Ich bin ein Fan davon. Aber ich weiß nicht, ob ich viel davon essen könnte. Es gibt übrigens auch von Simply V noch einen anderen neuen Käse.
der, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich werde es hier einblenden, wie der heißt. Den habe ich aber noch nirgendwo gefunden. Also jetzt hier dieser nussige mit Walnüssen. Den habe ich überall gesehen, aber den anderen habe ich nirgendwo gefunden. I don't know. Das habe ich jetzt bei Rewe gekauft. Und wie gesagt, ich bin ein Fan. Wow. So, Leute, ich würde sagen, die Pizza ist fertig. Die war jetzt wirklich sehr lange im Ofen. Aber ich denke, jetzt würde ich sie auch essen. Das heißt, ich mache jetzt hier aus. Und... Oh Gott. Die sieht sehr sexy aus. Wow. Okay, ich zeige das euch mal. So sieht die aus. Ich zeige die euch nochmal neu gleich. Sieht die gut aus. Wow. Okay. Okay, Leute, so sieht die jetzt aus. Ja, man kann die Salami sehen. Der Käse ist auch schön zerlaufen. Und ich bin sehr gespannt. Also vor allem auf diese Salami-Alternative aus Sonnenblumenmehl, meinte die Verpackung. Ja, ich würde sagen, ich lasse sie noch ganz kurz abkühlen und dann schneide ich sie. Tada, I'm back. Okay, ich würde sagen, ich schneide die Pizza und nicht wundern, ich schneide sie mit einer Schere, weil ich habe es nicht anders gelernt. Und alle Leute, die sagen, mit einer Schere, es ist voll unpraktisch. Nein, ihr müsst es mal ausprobieren. Es ist richtig gut, mit einer Schere eine Pizza zu schneiden. Es ist sehr viel einfacher als diese Pizzaroller, meiner Meinung nach. Seid ihr Team Schere oder Team Pizzaroller? Schreibt das mal in die Kommentare. Okay, ich würde sagen, ich schneide die jetzt mal an. Es ist so viel einfacher, Leute. Wirklich. Ich habe jetzt mal ein Stück genommen. Ui, das sieht sehr sexy aus. Die ist noch sehr heiß. Ah, vielleicht sollte ich noch warten. Okay, ich zeige euch mal eine Nahaufnahme davon. So sieht jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der Käse ist so richtig zerlaufen. Also nicht überall perfekt, aber schon ziemlich. Also im Gegensatz zu vielen anderen veganen Pizzen ist es schon wirklich sehr gut. Und wenn man mal bedenkt, dass sie nur 1,99 € kostet, wenn die jetzt noch schmeckt, perfekt für mich. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe oftmals nicht die Zeit dazu, um richtig zu kochen. Deswegen ist ab und zu meine Tiefkühlpizza ganz okay. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich probiere die jetzt. Es war noch sehr heiß. Okay. Man schmeckt die Tomatensauce sehr gut raus, was ich persönlich sehr mag. Der Käse klebt so richtig an den Zähnen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Und die Salami, die habe ich gerade gar nicht rausgeschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte auch gerade so ein Salami-Stück gehabt. Ja, der Boden ist auch schön fest, so wie ich es mag. Okay, ich probiere mal kurz den Rand. Also ich finde die lecker. Ich finde die von der Würze her, also wenn man Würze sagen kann, ist sehr ausgeglichen. Ist nicht zu salzig, nicht zu süß. Manchmal ist es ja so, dass Tomatensauce so ein bisschen sehr süß ist. Aber ich finde die eigentlich ganz angenehm. Der Käse klebt mir ein bisschen zu sehr an den Zähnen. Also für mich persönlich. Aber ist trotzdem ganz geil. Was mich enttäuscht, ist dieser Salami, weil ich die kaum rausschmecke. Aber ich habe hier gleich nochmal so ein größeres Stück. Ich probiere das jetzt mal gleich. So. Ich schmecke die Salami nicht raus. Also, I don't know. Ein bisschen weird. Ich finde die ziemlich lecker. Und ich habe ja auch schon davor die Margherita probiert. Und ich muss sagen, das kann ich euch auch übrigens hier einblenden, wie ich die fand. So sieht jetzt die Pizza aus. Und ja, der Käse ist auf jeden Fall zerlaufen. Zwar nicht so krass wie auf dem Bild, aber sieht trotzdem sehr nice aus. Und ich bin sehr gespannt. Okay, Leute, ich bin gerade richtig fasziniert von diesem Käse. Ich habe die noch nicht probiert, die Pizza. Aber gerade beim Anschneiden ist mir schon aufgefallen, was für krasse Fäden der gezogen hat. Und ich traue mich nicht zu essen, weil das noch so heiß ist. Oh mein Gott, mein Gott. Das schmeckt halt wie eine normale Margherita. Die Pizza ist auch gut gewürzt. Oh, der klebt richtig an den Zähnen, ne? Im Vergleich zu der Margherita-Pizza, die ich auch sehr lecker fand, schmecke ich hier eigentlich keinen Unterschied. Also ich schmecke die Salami kaum raus, also nicht mal die Konsistenz von der Salami, die geht richtig unter. Man kann die zwar sehen, aber so beim Raufbeißen spürt man keine Salami. Die verschwindet einfach im Mund irgendwie. Ich finde für 1,99 € eine Tiefkühlpizza, die vegan ist, man muss betonen, die ist vegan, finde ich das echt gut. Auch wenn jetzt die Salami-Pizza nicht wirklich eine Salami-Pizza ist, aber meine Güte.
wenn man mal eine Tiefkühlpizza braucht zu Hause, und ich bin eigentlich schon jemand, der eigentlich immer eine Tiefkühlpizza zu Hause hat, dann wäre es wahrscheinlich die hier. Einfach weil die so günstig ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt weiter mit dem letzten Produkt. Und zwar ist es auch von Lidl, und zwar das Eis. Dazu gehen wir wieder in die Küche. Hier ist Jakob, mein Kameramann. Okay, gehen jetzt hier mal in meinen Tiefkühler. Wo ist das? Oh mein Gott, das sieht so sexy aus. Es sieht halt so ein bisschen aus wie eine Billigversion von Magnum, aber es passt schon. So. So Leute, I'm back. Hier haben wir so eine, ich würde jetzt mal sagen, Magnum-Alternative. Es gibt ja auch veganes Eis von Magnum, das finde ich mega nice. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie die, wie das Lidl-Eis ist, weil das ja auch viel günstiger ist. Hier sind übrigens 3 Stück drin. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie viel das gekostet hat, aber ich werde es hier einblenden. Und ich habe jetzt hier die Mandel-Variante. Ich wollte nicht beide Sorten kaufen. Da gab es noch eine ohne Mandel, also nur mit Schokolade. Ich gucke erstmal kurz nach, auf was für eine Basis das ist. Interesting, Erbsenprotein, wow, okay, was ist denn auf einmal los? Ich hätte jetzt so gedacht, ja, Soja oder was weiß ich, Hafer oder so, aber Erbsenprotein, wow. Tada, so sieht es aus. Okay. Ich stelle das mal kurz wieder in das Tiefkühlfach. So, ich würde sagen, nice, okay. Das ist ein bisschen schief, aber ich glaube, das lag daran, weil beim Transport, ich bin immer nicht so ganz sachgemäß mit Transport von Sachen. Aber ich zeige es euch mal ganz schnell. Na okay, es sieht so ähnlich aus wie das Magnum-Eis, ne? Es ist, glaube ich, ein bisschen kleiner und süßer. Aber okay, passt schon. Meine Kamera hat sich bewegt, kannst du halt. Und nun stellen wir uns die Frage, wie schmeckt das Lidl-Eis? Also außen könnt ihr hören, sehr knackig, innen sehr angenehm. Es ist meiner Meinung nach auch nicht zu süß. Manchmal habe ich das so bei Eis, also vor allem bei so einem Eis, dass es zuckersüß ist. Hier geht es. Ja. Die Mandeln sind auch nice. Also ich habe nichts zu meckern. Ich bin auch ziemlich anspruchslos, muss ich sagen. Also ja, bin ich gut. Ja, ich bin wirklich von allen 3 Sachen oder 4 Sachen, es sind ja 2 Pizzen gewesen, voll überzeugt. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal von Simply V die andere Käsealternative nochmal testen. Wie gesagt, finde ich, das schmeckt ein bisschen nach Maggi, aber voll lecker irgendwie. Also ich mag diesen Maggi-Geschmack auch voll. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, könnt ihr auch gerne, das ist Jakob, wenn ihr die Sachen schon getestet habt, also die Sachen, die ich heute gezeigt habe, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und falls ihr die Sachen noch nicht getestet habt, würdet ihr sie testen, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Ich werde jetzt, wie gesagt, meine Pizza und mein Eis hier genüsslich aufessen und hier ein bisschen aufräumen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Folgt mir auf Instagram und OnlyFans. Und ciao. Was war das für eine Geste? Wow. Okay, it's a wrap. Hello.